Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video! Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was free? Ich kann das jetzt nicht mit meinen Haaren. Ich habe Lipgloss drauf und die verfangen sich immer in meinen Lippen. Ich habe mich heute mal richtig hübsch für euch gemacht, ja? Guckt euch mal bitte meine Haare an. Mache das mit dem George Washington-Prinzip. Den Namen hat Adi erfunden, weil ich habe immer dieses Teil drin, dieses Haarding. Und dann sehe ich immer ein bisschen aus wie George, meint er. Und deswegen ist es die George Washington-Methode. Und ey, diese Methode hat sich George Washington gewaschen. Ohne Hitze passiert das einfach. Das ist so geil. Ey, man sieht gar nicht, sehe ich gerade in der Kamera das da. Ich habe nämlich eine neue Obsession. Ich schwöre es euch. Oh nein, eigentlich habe ich gar nicht. Oh, ach. Eigentlich habe ich nämlich gar kein Hobby mehr, aber jetzt habe ich ein Hobby. Ich baue jetzt Blumen aus Lego. Das calmt mich. Ich habe eine Beschäftigung und das ist einfach geil. Und das sieht auch noch schön aus, oder? Ansonsten, ja, was gibt's Neues? Ganz Breaking News. Adi und ich machen eine sehr große Reise. Die Leute, die schon auf den Kim from the Vlog-Kanal hier geschaut haben, ja, die wissen schon Bescheid. Da kommen immer alle privaten und krassen lieben Infos, ne, kommen da zuerst. Deswegen checkt auf jeden Fall. Ich habe heute so eine krasse Sabber-Bildung irgendwie. Naja, checkt auf jeden Fall den Vlog-Kanal ab, abonniert auf jeden Fall den Vlog-Kanal, ne? Da kommen immer, oh, da kommen sogar 2 Videos die Woche, ne? Also, hätte ich ja schon längst gemacht, ne? Auf jeden Fall erzähle ich es euch natürlich aber hier auch. Adi und ich fliegen am 9.11. fliegen um den halben Globus, Alter. Wir fliegen einfach nach Miami! Welcome to Miami. Bienvenido, Miami, Miami. But no, no, the heat is on. Als wenn das noch nicht genug wäre, Freunde, fliegen wir dann noch weiter. Weil ich war noch niemals. Ich bin auf jeden Fall sehr hyped, wie ihr merkt. Bitte, ne, falls ihr schon mal in Miami oder New York oder Orlando irgendwo da wart, schreibt mir bitte auf Instagram. Schreibt mir eure Empfehlungen. Ich lese mir alles durch. Ich möchte alles machen. Schreibt mir Videoideen. Ich bin absolut hyped, ja. Aber heute erstmal, ja, testen wir die deutschen Supermärkte. Die Videoidee hier, die stammt auch von einer Zuschauerin. Deswegen ganz big love on you. Und zwar werde ich heute einen Tag nur Produkte essen, die neu im Supermarkt sind. Das ist vor allem immer so bei diesen neuen Herero-Sorten oder Hanuta-Sorten so. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag und ich bin sehr gespannt. Aber ich habe Angst, dass ich nur so Süßigkeiten wieder finde. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe, es gibt auch ganz normale Sachen, die neu sind. Nicht nur diese Ravioli mit Bratwurst und Sauerkraut oder was das war. Weil die habe ich ja nämlich einmal in dem Video gefunden. Und nee. Wir fahren einfach mal direkt in den Supermarkt und checken alles ab. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snack. Ich möchte alles. Freunde, ich befinde mich in einem Supermarkt auf irgendeinem Dorf in Ahlfeld. Wir mussten gerade noch so ein Auto wegbringen. Jetzt haben wir ja gerade Zeit und ich habe so Hunger. Und ich brauche jetzt safe was zum Frühstücken. Und ich sehe jetzt schon hier direkt das, was ich befürchtet habe. Bratwurst und Bratkartoffeln. Aber da steht nicht mal neu drauf. Da steht einfach jetzt für kurze Zeit drauf. Wollt ihr mich verarschen? Oder wollen wir lieber einen Tag jetzt für kurze Zeit machen? Oh mein Gott. Oder Produkte, die leuchten im Dunkeln? Wie geil ist das denn? Die leuchten im Dunkeln? Okay, ich will das, glaube ich, aber gar nicht essen. Was im Dunkeln leuchtet? Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, Alter. Okay, eigentlich brauche ich jetzt erstmal was schön Frisches. Irgendwas, was mein Energielevel hebt, weil ich bin schon eine Stunde jetzt Auto gefahren. Spaghetti-Karamelleis. Hier ist auf jeden Fall nichts. Ich habe vorher auch gar nicht geguckt, ob es sowas gibt oder so. Oh, neu. Veganes Filet, Spinat und Käse-Alternative. Starke Kombination. Ey, das ist eigentlich schon mal ganz geil. Das kann man auf jeden Fall schon mal fürs Mittagessen mitnehmen. Das Ding ist, ich brauche jetzt etwas, was ich einfach so snacken kann. Ich habe jetzt keine Pfanne oder kein Herd hier und kann nichts zubereiten. Aber das nehmen wir schon mal mit, weil das könnte schon mal ein gutes Mittagessen sein. Boah, irgendein Smoothie, der neu ist oder so? Fias, ergebert hat Homie. Ah, okay. No. Das Ding ist, Obst und Gemüse fällt ja auch wieder komplett weg, weil das gibt's ja alles schon richtig lange, so Obst- und Gemüsesorten. Das ist, glaube ich, eine gute Technik, bei diesen veganen und vegetarischen Alternativen zu gucken, ne? Weil die ganzen Sachen sind sowieso relativ neu, so schon auf dem Markt. Ha. Es wird heute safe nicht reichen, nur in einen Supermarkt zu gehen. Aber ich hoffe, wir finden hier einfach was beim Brot, weil das wäre auf jeden Fall schon mal geil fürs Frühstück. Vielleicht solche Eiweißbrötchen? Nee, also bei Brötchen und alles sieht auf jeden Fall sehr, sehr schwierig aus. Gibt's nicht, gibt's gar nichts. Nee. Nee, das ist alles alt. Ja, das ist eher ein altes Produkt, weil da ist ein Dinosaurier drauf. Den Sticker brauchen wir nicht. Sorry. Crunchy Berry Hafermüsli. Crunchy Schoko. Oh mein Gott, das ist beides neu. Beides neu. Das wäre perfekt. Aha, ja, weil es vegan ist. Das hier mit Berry spricht mich auf jeden Fall auch mehr an. Aber jetzt brauchen wir noch so Milch oder so. Weil sonst macht das auch keinen Sinn. Ey, bitte können wir beten, dass hier bei diesem Milch irgendwas dabei ist, was neu ist? Ey, das wäre so geil, ne? Das wäre so geil. Oder Joghurt könnte man ja auch machen. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Das wurde mir gerade von oben gesendet. Guckt euch mal an. Hier alles Bio-Hafer, Bio-Hafer, Bio-Hafer. Und dann neu. Es ist neu, weil es ohne Zucker ist. Ey, wie geil ist das denn? Ich heule gleich. Ey, ich habe ein Baba-Frühstück. Ich kann gerade eine Träne verdrücken, weil ich so glücklich bin. Oh mein Gott, yes! Yes! Okay, oh mein Gott. Ich bin so bereit. Fluffy Marshmallow Cream. Ich bin im Paradies. Leute, das Video ist doch super. Oh, das ist auch neu. Karamellpudding, Schokopudding. Boah, und ich muss nur eine Portion Pflanzendrink hinzugeben. Und das haben wir ja. Das bedeutet, meine Freunde, safe, wir nehmen diesen süßen Reis. Und ganz ehrlich, komm, Karamell und Schokopudding, beides geil. Ey, die helfen mir ja voll. Ich kann bei diesen ganzen Schildern einfach schauen, was neu ist. Das ist auch neu? Ja. Triple Zero. Aber ich habe halt nichts, wo ich was drauf machen kann. Ist zwar geil, Marmelade, aber... Ey, hier steht auch neu, aber hier steht auch wieder nur für kurze Zeit. Ich schwöre, man könnte daraus auch ein Video machen, wie
witzig. Ich komme gar nicht klar. Oh, ich schwör's euch, das ist meine Lieblingsschokolade. Niederegger Marzipan. Bin zwar wie eine Oma, oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Kann mir das bitte jemand schenken? Ich liebe das. Oh, aber am besten schmeckt eigentlich das mit dem Roten einfach. Okay, Konzentration auf das Wesentliche. In der Süßigkeitenabteilung hätte ich so viel mehr erwartet, aber bisher habe ich nur das gefunden. Das ist auch ganz schön geil, ne? So Caramel Bites. It's passing perfect. That is original crunchy. We take this. Jetzt habe ich hier noch was gefunden. Zebra Bites. Das wollte ich schon immer mal probieren. Oh mein Gott, cool. Okay, das nehmen wir auch noch. Bevor wir zum nächsten Supermarkt fahren, ich brauche erstmal einen kleinen Snack. Freunde, ich halte das sonst nicht aus, ne, bis zum nächsten Supermarkt. Da bietet sich doch hier so eine Scheibe Salami an. Nicht? Testen wir das direkt mal. Okay, riecht richtig gut. Nehmen wir einfach mal diese vegane Salami. Geil. Boah. Kann man auch gut ohne Brötchen und Brot essen. Als kleine Proteinquelle zwischendurch, auf jeden Fall perfekt. Ich schwöre, diese ganzen Brötchenbelege, so Wurst, Mortadella und sowas, ne? Lachs, nichts mehr. Ich brauche das nicht mehr. Ich kaufe wirklich immer nur diese veganen Sachen und vor allem, meistens kaufe ich die auf Vorrat, wenn die so 1,11 Euro kosten. Und dann kosten die eigentlich genauso viel wie auch diese normale Wurst oder manchmal sind die sogar günstiger. Und die sind halt auch lange haltbar. Man kann davon schon gut leben. So. Mein Snackherz ist befriedigt, hab wieder ein bisschen Energie. Das bedeutet, wir können den nächsten Supermarkt in Angriff nehmen. Und hab mir gedacht, ey Kim, du gehst ja jetzt nicht einfach ohne Plan rein. Ich folge nämlich auf Instagram so einer Seite, die heißt Neu im Laden. Richtig geile Seite, ich schwöre, Baba-Typ, Digga, Mike Meyer, du bist krank, Mann. Der postet immer alle Lebensmittelneuheiten und Freunde, ey, hier, I see Pumpkin Spice Haferdrink. Aber ich, nee, okay, da ist auf jeden Fall kein Neu drauf. Was ist das denn, eine Rösti-Pizza? Da müssen wir mal direkt mal liken, das gefällt uns. Da steht, ja, da steht Neu drauf. Blumenkohl Bechamel. Vorfrittierte Kartoffelrüste mit Zitronen, die Béchamel-Soussel mit Blumenkohl und Emmentaler bei Lektivka Florian zum Backen. Das möchte ich gerne essen. Oh mein Gott, das will ich. Was gibt's hier noch so? Apfelzimt-Tassenkuchen, da steht doch auch gar nicht neu drauf. Wow. Warte, was habe ich denn da gerade gesehen? Double Choc. Ach nee, da steht nur für kurze Zeit drauf. Ofenkäse. Käse. Wir hatten Bock auf Ofenkäse. Ich liebe Ofenkäse. Aber das ballert auch nur mit Brot. Und Käse ist auch scheiße. Und Brot finde ich wahrscheinlich wieder nicht. Limited Edition. Knack und Back! Junge, was ist denn da neu? Junge, zeig doch mal! Ach, vegan. Da steht aber auch nicht neu drauf, oder was? Würde mich verarschen. Was? Das ist ja geil. Eine Brezelpizza? Das ist ja krass. Das will ich heute zum Abendbrot essen. Ey, okay. Wir suchen diese Brezelpizza. Ey, ich schwöre, der Typ hat mir mies geholfen. Mike, danke. Das bedeutet, wir haben jetzt sogar einen Plan. Ich suche jetzt in der Tiefkühlabteilung einmal nach dieser Brezelpizza und nach diesem Pizza-Brot-Kartoffel-Dingsbums und nach irgendwas zu trinken noch. Und ich glaube, sonst haben wir auf jeden Fall genug für den Tag. Dann können wir auch endlich mal frühstücken. Ich bin gerade in dem Edeka, in dem ich früher mal gearbeitet habe und dann wurde ich gekündigt. Da war ich echt am Boden zerstört. Aber dann bin ich wieder aufgestanden, habe meine Krone gerichtet und habe YouTube durchgezogen, Digga. Aber ja, ich krieg gerade Flashback, Alter. Auf jeden Fall hat mich gerade dieses neue Ding hier richtig angesprungen und es ist Zeit. Für richtig schöne Wintertees. Und vor allem hier mit so einem Kaugummi. Richtig geil. Ich liebe es doch. Was nehmen wir? So ein Winterpunsch mit Mandel. Diese. Warte mal, hier steht neu drauf. Jetzt noch winterlicher. Nee, wir dürfen nur die mit neu nehmen. Okay, dann gibt es hier einmal heiße Cranberry. Und ich glaube, das war's auch schon. Wie kein gebrannte Mandel. Darf ich nicht gebrannte Mandel nehmen? Spekulatius ist auch neu. Okay, wir nehmen. Egal, hier habe ich ja schon mal Regale eingeräumt. Es ist auch alles ein bisschen blöd aufgestellt. Das rutscht auch immer wieder weiter runter. Imagine, jemandem ist mal das gleiche passiert und der hat mal das Kaugummi hingeklebt, damit es da festklebt. Ich verstehe das. Hätte ich jetzt ein Kaugummi, genauso machen. Boah, ich bin gerade richtig abgetaucht in die Welt der Tees. Hier gibt es so neue Maracuja Peach, hört sich ja richtig geil an. Am liebsten hätte ich ja das hier, ne? Die Miami Vibes. Digga, es gibt einen Tee fast passend zu jeder Lebenssituation. Also hier ist richtig alarmlos, Leute. Hier geht's richtig ab, Alter. Eben bei diesem Supermarkt. Da gab's einfach nicht diese Pizza, da gab's gar nichts gefühlt. Und ich möchte das unbedingt haben. Magic Chicken Nuggets? Wow, hier gibt's ja auch richtig crazy Shit, Alter. Aber ich brauche diese Sachen hier. Ja, Mann. Pizza und sowas und Scheiß. Weinbergschnecken? Man kann hier einfach Schnecken kaufen. Oh mein Gott, wie crazy. Aber ich habe gar keinen Bock drauf. Lass mich mal in Ruhe. Ey, Leute, ich komme nicht klar. Warum gibt's das denn hier nicht? Nein, Digga, das gibt's ja auch nicht. Ich heule doch. Ich heule. Das ist die einzige Pizza, die wir haben. Deutsche verarsching me, please. Please, Deutsche verarsching me. Hier ist auch dieses ganze Pizzaregal einfach. Ja. Okay, dann geht's in den vierten Supermarkt. Yes. Betet einfach für mich, dass wir jetzt hier in diesem Supermarkt alles finden, vor allem zur Pizza, weil ich habe keine Kraft, noch in einen fünften Supermarkt zu gehen. Das kann ich, das teilt meine Seele nicht aus, wenn dann müssen wir erst essen und dann nochmal los, aber ich habe, nein. Was ist denn das Cooles? Es ist neu und ein Easy Porridge und es sieht schön aus und es ist ja egal. Das Frühstück habe ich schon viel zu viel. Darf ich gar nicht mehr gucken, Mann. Nee. Spicy Barbecue Vegan New. What is happening? Okay, das ist schon mal geil. Das ist im Angebot. Das ist gut. Ein Pizza Baguette. Das ist ja schon mal auch nochmal geil. Also damit bin ich schon mal happy. Noch geiler wäre es, wenn wir hier diese Pizza finden, die ich so geil finde, die ich unbedingt probieren will. Wow, das sieht so geil aus alles. Fuck, ich glaube, ich habe einfach richtig doll Hunger. Am Arsch. Ich glaube, das war von diesem Wagner. Und hier gibt es diese Brezel. Scheiß Edition nicht. Ich weiß gar nicht. Habe ich dann überhaupt schon benutzt? Das ist alles richtig random. Glaube ich, was zu essen habe. 2000 Jahre später. Ich bin so ready fürs Frühstück, ich kann nicht mehr. Wir sind am Anfang, aber ich bin schon am Ende. Es ist einfach 14.26 Uhr. Aber hey, Zeit für ein neues Frühstück, ja? Bisschen Ballaststoff und so. Krass,
besser Breakdance Move für meinen Löffel, oder? Aber ganz ehrlich, besseres Frühstück kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. So ein Crunchy Berry Hafer Müsli. Oh, yes, bitches, da kommt. Ja, das riecht doch geil. Crunch mir meine Schüssel voll hier. Und ich bin auch froh, dass das jetzt sowas ist, denn es geht einfach schnell. Ich muss nicht mehr was kochen, sondern ich kann es einfach schnell essen. Das ist das Einzige, was mich motiviert hat in dieser schweren, harten Einkaufszeit. Ohne Zucker, ich bin sehr... Wow, hello. Ich trinke sowieso nur noch Hafermilch in meinem Leben, deswegen ist das super. Also das sieht doch geil aus, das sieht doch wunderprächtig aus. Crunchy, nice, let's try this. Mhm, ja. Also die Milch könnte auch Wasser sein, aber ist geil. Ey, das habe ich wirklich gebraucht, ne? Ich muss einmal kurz essen und dann kann ich reden. Das ist nicht so ein typisches Haferflocken-Müsli, weil Haferflocken sind immer so richtig trocken in so Müslis. Aber das ist irgendwie so geil. Das sind so große Stücken, so Haferflocken zusammengemacht mit Zucker und Lecker. Mm. Und bin so froh, dass ich das gefunden habe. Ich hätte das niemals erwartet, deswegen I love you. Weil das Frühstück ja noch nicht so viel Zucker hat. Naja, finde ich, ist es auch gerechtfertigt, dass wir diese Süßigkeiten hier einfach mal probieren. Ich habe vorhin an der Kasse gesehen, dass diese Wert das Original dann auch noch mit Cookie gab. Dann habe ich geschaut, was ist das andere überhaupt? Dann stand da einfach so Malzcrunch. Und ich war so, Malz? Geh mal weg mit Malz. Ich nehme lieber Cookie. Das sind einfach so Karamellkugeln mit Cookie gefüllt. Das hört sich absolut crazy geil an. Give it to me. Ein bisschen aus wie Cola-Kracher. Mm. Schmecken aber ganz und gar nicht so. Wisst ihr, manchmal hasse ich Menschen im Straßenverkehr, wenn die mich aufregen, wenn ich mich einfädel, nicht reinlassen, wenn die das Reißverschlussverfahren nicht einfach anwenden. Ja, dann hasse ich Menschen. Aber wenn Menschen sowas erfinden, dann liebe ich Menschen. Wie kann man denn so eine geile Scheiße erfinden mit diesem wenigen Karamell drumherum und irre Cookie? Ich glaube, ich gucke nicht richtig darauf. Hier einmal ein professioneller Querschnitt, so wie er in der Biologie auch gemacht wird. Und das sind die Zebras, denke ich jetzt erstmal hier auf Safari. Junge, wie geil, Digga. Ich liebe ja auch Kleidung, die so Animal Print hat. Und jetzt haben sogar meine Süßigkeiten Animal Print hier. Guck mal bitte, wie geil die aussehen. Die sehen schon so crunchy aus. Oh mein Gott, sind die crunchy. Oh mein Gott. Ah, nee. Das zercruncht, wenn du bis auf die Zunge legst. Das ist das Krasseste, ey, ich glaube. Das ist so krass waffelig und diese Waffel ist so leicht, wie eine Feder. Ich glaube, das ballert unnormal. Die als Cornflakes, ich glaube, andere Liga, Leute. Warum machen die das so? Das sind Cornflakes, das sind die leckersten Cornflakes meines Lebens. Mmh. Mmh. Holt euch das, holt euch eine geile Milch, esst das als Cornflakes. Das ist ein richtig geiles Frühstück. Also ich bin wunschlussglücklich jetzt. Ich habe gerade 3 Stunden einen Vlog geschnitten und jetzt kickt so langsam so ein bisschen in meinem Magen der Hunger. Kommen wir zu dem ersten Ding, was ich sogar heute gesehen habe und das war dieses Spinat und Käse Alternative. Hört sich auf jeden Fall crazy an. Genau was für mich ist, es einfach zubereitet und ich erhitze das natürlich sehr gerne. Das machen wir in der Pfanne und dann habe ich mich eigentlich vorher darüber beschwert, dass ich kein Brot habe, weil so kann ich keinen Ofenkäse essen. Aber diesen Käse hier, ne, der ist auch von diesem Rougette, die machen ja auch diesen Ofenkäse, aber den kann man auch ohne Brot essen. Entweder man grillt den oder man backt den im Backofen. Ich entscheide mich für den Backofen. Wow! Die liefern mir hier direkt so eine Schale mit und so einen ganzen Käse. Krass, das ist ja crazy. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt, weil das ist ja kein wirklicher Käse. Das sind Hanfsamen und Blumenkohl. Man soll das jetzt einfach aufschneiden und genauso, wie das da drin ist, in die Schale geben. Ich bin mehr als gespannt, Digga. Ich bin ein Bettlaken. Gehen wir direkt mal in den Ofen rein. Ganz ehrlich, ne, das ist einfach nur ein Sticker, der hier drauf geklebt ist. Ich hätte den auch einfach abmachen können und auf irgendein beliebiges Produkt kleben können. Aber nein, ich mach das hier korrekt, Leute. Macht immer alles korrekt in eurem Leben und what goes around comes around. Yes, karma goes and gives and so on, you know. Wenn du machst Gutes, du kriegst Gutes. Hä, es muss doch irgendwie eine Ecke geben, wo man das aufmachen kann. Das ist keine richtige Verpackung für mich, wenn es nicht geht. So habe ich den Fingernägel, nicht? Ach so, Spinat und Käse, das ist auch mit Käse, Leute. Ich werde heute full on Käse essen. Ach, da ist Käse drin, oder was? Ist das auch ein Käse? Ich check das nicht. Oh, ne. Ja, jetzt sehe ich's. Okay. Mir ist ja so ein bisschen Marinade aus dem Käse da getropft und es sieht einfach aus wie ein Herz. Wow. Oha, das sieht ja schon mal ganz okay aus eigentlich. Ich schwöre, das brutzelt fast gar nicht. Das fuckt mich voll ab. Ich will, dass es so richtig macht, wisst ihr? Boah, aber das sieht saftig, deftig, nice aus. Der Timer sagt noch 2 Minuten für diesen Ofenkäse hier. Der sieht mir aber noch nicht so ganz geheuer aus, ne? Also da muss auf jeden Fall noch mal was passieren. Ich sieht ein bisschen mager aus, Digga. Das sieht aus wie Creme Brûlée. Boah, ey, yo, Leute, bucht mich für eure Kochshows. Keine Ahnung, ob das fertig ist. Trying by tasting it. Mein Sprichwort. Theoretisch müsste das hier jetzt auch fertig sein. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das aussehen muss. Ich sag's euch 1:1 Creme Brûlée. Okay. Ganz sachte. Das sieht so gar nicht geil aus, ne? Willkommen zum Abendbrot. Ja, es ist schon ab. Wir haben hier einen wundervollen, schönen Tee. Muss sagen, ich habe auch etwas Bauchschmerzen. Kann sein, dass es von nur Essverhalten heute kommt. Es ist stark anzunehmen. Zur Beruhigung werden wir uns eine schöne Duftkerze anmachen. Einfach mal ein bisschen Me-Time. Macht man das nicht so? Verjagt man so nicht die Geister und so mit so diesem Rauch? Puh, puh. Es riecht so, als hätte ich irgendwas richtig smoky gegrillt hier mit so richtig krassen Grillaroma. Jetzt mal for real, das sieht furztrocken aus. Das hier sieht noch nicht durch aus, finde ich. Ich habe wirklich keine Erwartungen, von daher...
Ey, das ist so geil, ne? Wenn man keine Erwartungen hat, dann kann es einfach nur geil werden. Und wieder hat sich meine Lebensphilosophie bestätigt. Hab keine Erwartungen. Mh, lecker. Boah, ich dachte, das wäre voll trocken. Das schmeckt ja übel geil. Und das ist vegan? Wow. Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber es schmeckt... Boah, er braucht auch keine Beilagen. Das ist geil. Das zerfetzt sich. Das bekommt eine 10 von 10. Boah, der Käse riecht gar nicht gut. Ich schraube mal ein bisschen kurz die Erwartungen wieder runter. Keine Ahnung, ob so ein durcher Käse aussieht, ne? Aber ich habe den schon viel länger im Ofen gelassen, als ich sollte. Mhm. Und das ist ja gar kein Käse. Wow, dafür, dass das kein Käse ist, sondern Blumenkohl, schmeckt das ja unheimlich. Ach so, deswegen konnte das ja auch nicht schmelzen, weil es nicht wirklich Käse ist. Leute, manchmal verpeile ich das mit den veganen Sachen noch. Mmh, maximal. Schmeckt auch übel geil. Jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Nehmen wir so ein Stück von dem und ein Stück von dem und machen hier einfach mal eine Combo-Attack. Mhm. Jetzt kommt mein Gehirn und mein Geschmacksknospen gar nicht mehr nachher. Schmeckt irgendwie geil, aber man weiß nicht, was. Hätte ich niemals gedacht, aber es schmeckt wirklich gut, ne? Es sieht so crack aus. Boah, aber. Wenn man das einfach, ne, in so einem Restaurant essen würde, wo es dunkel ist, und man würde es einfach nur schmecken, es wäre so geil. Aber sobald man hinguckt, denkt man sich so, was ist das? Egal. Ich esse dann mit Augen zu, scheiß auf. Und daran merkt man mal wieder, es kommt auf die inneren Werte an, Freunde. Definiert euch nicht durch äußere Schönheit. Trainiert nicht nur eure Körper, sondern trainiert auch mal eure inneren Werte. Warum gibt es kein Fitnessstudio für so innere Werte trainieren? Ja, viel zu heiß. Aber schmeckt gut. Es ist mittlerweile 20 Uhr und ich brauche irgendwas Süßes. Und ich war ein bisschen übereifrig. Ich war ein bisschen gierig. Und habe direkt alle von diesen Tüten hier mitgenommen. Ne? Ich dachte auch, ich bekomme gar nichts. Deswegen war ich einfach froh, dass ich es gefunden habe. Was haben wir denn hier? Schokopudding, Mackerel-Pudding und pflanzlicher süßer Reis. Ich tendiere entweder zum Karamell oder zum Schokopudding. Ich werfe beide in die Luft und das, welches ich fange, das esse ich. Okay, ich nehme jetzt einfach das hier. Okay, welches ist es? Schokopudding! Och man, da muss der Karamellpudding gut bis morgen warten. I'm very sorry about it, but I will see you tomorrow. Ich will auch nur eine ganz kleine Portion, deswegen nehmen wir einfach diesen Topf hier. In der Gerüchteküche brodelt auf, dass ich den eventuell mal aus einem Hotelzimmer mitgenommen habe. Aber nein. Er war irgendwann einfach bei mir zu Hause, ich verstehe das auch nicht. Okay, ich muss das mal kurz ausrechnen. Das sind 50 Gramm. Mhm. 150 Milliliter kommen auf 50 Gramm. Das bedeutet, 50 Milliliter kommen auf sich durch 3. Wir machen das einfach per Augenmaß. Milch rein. So, und jetzt warten wir erstmal, bis es kocht. Es ist jetzt wirklich ein komplettes Experiment. Ich habe nicht mal Ahnung, ob man das jetzt mit heißer Milch machen kann, ob man das einfach so einkochen kann wie ein Pudding. If you never try, you never know. That's my motto. So I'm gonna do this now, this little small pudding. Und dann kippe ich das jetzt einfach hier rein. Oh, ja, das war gut. Ich musste aufpassen, dass das nicht auf die Herdplatte kleckert, weil sonst macht so... Ich fühle mich auch ein bisschen wieder wie so ein Kind, das einfach so mit Sand und so gekocht hat früher an so einem Sandkasten. Meine Hand ist so heiß, weil diese ganze Wärme von der Herdplatte hier hochkommt. Ich habe ein bisschen Angst. Oh mein Gott, it's beginning to look a lot like Brodeling. Ah, scheiße. Ich schwöre, ich fühle mich wie so eine Hexe, die hier irgendeinen Zaubertrank gerade zusammenbraut. Boah, aber es wird schon Pudding für mich. Es hat eine puddingartige Konsistenz. Es ist ein bisschen dünnflüssiger, erinnert mich an was, aber da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Oh mein Gott, schmeckt das geil. Was ist das denn? Mmh. Oh, Jesus. Was? Umarmt meine Seele. Ich glaube, es ist aber auch dieser kleine Topf. Das macht sehr doll Spaß, daraus zu essen. Das ist vegan, ne? Ich glaube, deswegen schmeckt das so geil, weil das dunklere Schokolade ist und kein Milchpulver mit drin ist. Ey, das schmeckt geisteskray. Ich liebe es, meine Sachen auszuprobieren, was? Die Sachen werden immer besser. Die Leute haben immer mehr Ahnung. Hammer, Alter. An alle Lebensmittelindustrie, Karniker, Mechaniker da draußen. Ihr macht das alles echt geil. Ich setze mir jetzt noch einen Tee auf, denn wir haben hier ja noch eine Sorte. Es ist außerdem auch Zeit für einen Mitternachtssnack. Es fühlt sich so an, als wenn meine Augen viereckig. Ich habe gerade so viele TikToks geguckt. Ich gucke gerade alles so New York City Food, Miami Food, Miami to do, New York City, what's happening. Boah, und das hört sich richtig geil an. Das sind so vegane Baguettes. Mit 20% Barbecue-Soße, marinierter Zubereitung auf der ersten Proteinbasis, Kartoffelchips. Da sind Kartoffelchips drauf. Wow. Ich habe 30 Jahre. Kein Dr. Oetker. Dr. Oetker. Voll schwierig, Dr. Oetker auszusprechen. Warum nehmen die so einen Namen? Auf jeden Fall 30 Jahre nicht mehr das gegessen. Es wird Zeit. Wow, scheiße. Das muss 15 Minuten da rein. Aber wenigstens muss ich den Ofen nicht verheizen. Oh, yeah. Party! Okay, nee, es sieht noch gar nicht fertig aus. Vielleicht ist es doch schon fertig. Oh mein Gott, ich sollte mal ausprobieren. Was? Es ist sehr heiß. Ah, ich habe nicht so einen Handschuh, damit wir... Überforderung, POV, ihr seid der Teller. Der Ofen auch immer mit dem Fuß zu und dann auch aus. Ich muss mich dabei nur einmal so rumdrehen. So, und dann ist er aus. Okay, sieht in Ordnung aus. Sieht nicht aus wie das krankeste Baguette, was ich jemals gesehen habe. Aber es soll ja auch nicht krank sein, ne? Es soll ja gesund sein. Es ist auf jeden Fall kross. Combination at its best. Hier wird mit Spekulatius-Tee auf jeden Fall komplett schon Weihnachten eingeläutet. Hört ihr schon dieses Wish You a Merry Christmas Song? Das riecht immer mehr. Bitte enttäusch mich nicht, ja? Oh mein Gott, das riecht richtig geil. Okay, das läuft wahrscheinlich mal zusammen.
Ich liebe Barbecue. Also mit Tomate ist eine Sache. Ist cool so. Aber mit Barbecue-Soße, mir fällt gerade auf, ich habe heute den ganzen Tag nur vegan gegessen. Und es war richtig gut. Es ist außen so kross und innen so fluffig. Ich bin so zufrieden, ne? Gott sei Dank haben wir das hier gefunden. Meine Freunde, die sich einfach alleine einen Filmabend machen, sich Pizza-Baguette reinzuziehen. Wow, das ist so geil. Und wobei ich, Alter, auch richtig Bock gehabt hätte auf feiern gehen. Aber ich hätte mir das auf. Weil ich glaube, in New York, in Miami, wir werden... werde ich die Party machen meines Lebens. Am Ende liege ich so im Hotelzimmer mit Pizza, Digga. Das Baguette ist jetzt leider schon weg. Aber es ist trotzdem noch bei mir. Aber sehr klein. Und jetzt, Freunde, ich habe noch etwas im Supermarkt gefunden. Das habe ich mir für den grünen Abschluss aufgehoben. Ich habe so Bock darauf. Ich hoffe einfach, es ist jetzt gut. Und es enttäuscht mich nicht. Natürlich habe ich auch immer noch diesen Spekulatius-Tee hier, aber das dauert, bis es abgekühlt ist. Leute, ich kann das nicht trinken, wenn das so heiß ist. Ich war noch in der Eisabteilung und ich habe dieses Eis hier gefunden. Und ich war so, was zur Hölle? Ein Brause-Sandwich. Ich kenne Sandwich-Eis nur mit diese schwarz-rot-gold, wollte ich gerade sagen. Also, ne? Apple-Eis, Schoko-Eis und Vanille-Eis. Aber das ist einfach wie Ahoi-Brause. Ich habe früher Ahoi-Brause. Ich habe da irgendwie keine Meinung zu gehabt. Ich fand es nicht geil. Ich fand es jetzt aber auch nicht schrecklich. Nein, jetzt bin ich auch schon so. Ey, ich kritisiere immer, die Wasserverpackungen so komisch aufmachen. Und jetzt mache ich es langsam genauso. Das ist wie eine Schatztruhe. Man kann es einfach ganz normal so öffnen. Ich mache es hier an der Seite auf. Das geht ja gar nicht. Das sieht so crazy aus. Das sieht aus wie ein Radiergummi hier oben. Die Waffel ist auch einfach gelb, Digga. Das sieht aus wie SpongeBob. Was geht ab? Okay. Okay. Boah, ist das sauer. Okay, das ist die Zitronenseite. Ich glaube, in dieser Umhüllung ist Ahoi-Brause drin. Das ballert ja gar nicht. Ja. Teilweise überzogen mit gelber Fettglasur und Zitronengeschmack. Und Brausepulver mit Zitronengeschmack. Ja, merke ich schon. Also diese gelbe Fettglasur, die finde ich nicht so geil. Aber wichtig, es ist neu. Ich finde, das ist so ein richtiges Kindereis. Sowas feiern doch Kinder bestimmt unnormal. Aber für mich ist Eis so Genuss, wisst ihr so. So Schokolade. Es ist ein Ausflug in einen Geschmack, den ich nie wieder reisen will. Die Erdbeerseite geht. Ey, jetzt habe ich... Das gehört. Meine Spüle, ne? Macht manchmal so komische Geräusche. Die wölbt sich manchmal so aus und wieder ein. Jetzt habe ich auf jeden Fall noch 5 Stück davon. Und jetzt muss ich hoffen, dass Arlie die mag. Also irgendwie finde ich es auch geil. Ein paar Sekunden später. Ich habe es komplett zerfetzt. Aus meinem Tee ist ein Eistee geworden. Ich habe viel zu lange gewartet. Jetzt ist ja nicht mehr warm. Es riecht irgendwie übel nach Spekulatius, aber schmeckt nicht danach. Es schmeckt gar nicht so, wie es riecht. Okay, das, was sich auf der Zunge absetzt, ne, im Nachgang, doch, spür ich den Spekulatius-Vibe. Das war ein krasser Tag. Es war alles lecker. Es war alles Bombe. Ich würde es genauso nochmal wiederholen. Also wir haben wirklich hier angefangen und dann wurde es immer besser und besser. Und ich dachte am Anfang erst, Kacke. Aber jetzt war Bombe, Alter. Ich frage mich ja immer noch, wie diese im Dunkeln leuchtenden Nudeln sind. Eigentlich müsste ich mal einen Tag so Halloween-relatedes Essen machen. Das wäre eigentlich auch geil. Auf jeden Fall, falls dir das Video gefallen hat, dann weißt du es natürlich nur, wenn du den Like-Button hättest und einen Kommentar schreibst, sonst weiß ich das ja. Ich weiß, das Gedanken übertragen ist manchmal schwierig durchs Internet. Ich schmink mich jetzt ab und wir sehen uns natürlich auf dem Vlog-Kanal, auf Kim from the Vlog und natürlich auch auf Instagram und natürlich auch auf TikTok. Und natürlich könnt ihr meine Engelsstimme auch auf Spotify hören. Deswegen, ey Leute, checkt ab und wir sehen uns auf jeden Fall hier nächste Woche wieder um 18.30 Uhr. Ganz viel Love an euch. Bis zum nächsten Mal.